Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Heute geht es um das Thema Achtsamkeit und Einschlafen. Ja, ich möchte dir heute eine Anleitung mit auf den Weg geben, wie du abends in einen erholsameren, achtsameren Schlaf findest, wie du besser einschlafen kannst und eben auch, ja, vielleicht langfristig dann, wenn du ein Thema damit hast, dass du nachts immer mal wieder aufwachst, vielleicht auch durchschlafen kannst oder wenn du nachts aufwachst, dass du nochmal relativ schnell einfach einschläfst. Die Übung ist simpel und einfach, fast schon zu banal, als dass der Denker dann sagt, das kann nicht funktionieren, probier es einfach aus. Wenn du heute Abend in dein Schlafzimmer gehst, zu Bett gehst, vielleicht magst du dir ja auch das Ganze, was ich dir jetzt mit auf den Weg gebe, ein Schild daraus machen und das an deine Schlafzimmertür hängen. Das schreibst du einfach drauf oder stellst dir vor, stopp. Ich gehe jetzt hier in mein Schlafzimmer, lege mich in mein Bett und finde zu einem ruhen und finde zu einem erholsamen Schlaf. Alle Gedanken, die mich jetzt noch beschäftigen, die mich belasten, die mich vielleicht auch, ja, mit Sorgen erfüllen wollen oder Probleme nochmal durchkauen wollen. Ihr bleibt jetzt hier alle vor der Tür. Morgen früh bin ich nochmal für euch da, aber ich gehe jetzt hier rein und ihr bleibt vor der Tür. Und dann legst du dich zu Bett, wenn du dich hingelegt hast, nochmal ganz bewusst nochmal so den Rest, der dann vielleicht dir doch noch gefolgt ist, in dein Schlafzimmer, in dein Bett nochmal rausschicken. Dann legst du dich auf den Rücken und gerne die Hand, eine Hand, die linke oder die rechte, auf dein Solarplexus legen. Das befindet sich eine Handbreit über dem Bauchnabel. Und dann stellst du dir einfach vor, wie dein Atemstrom über diesen Bereich ein- und ausströmt. Und dann denkst du dir beim Ein- und Ausatmen einen Satz: Ruhe, Frieden, Harmonie und Gesundheit dir, lieber Körper. Dieser Satz hat zwei Aspekte. Zum einen, diese Energien, Ruhe, Frieden, Harmonie und Gesundheit, atmest du damit bewusst ein. Denn du solltest dir vorstellen, wie dein Atemstrom über dein Solarplexus ein- und ausströmt. Und zum zweiten, denk diesen Satz nicht an einem Stück, sondern mit dem ersten Einatmen denkst du Ruhe. Du atmest wieder aus. Mit dem nächsten Einatmen denkst du Frieden. Und wieder ausatmen. Das nächste Einatmen, Harmonie. Wieder ausatmen. Also mit jedem Einatmen nur ein Wort quasi denken. Denn damit beschäftigst du automatisch deinen Denker, deinen Verstand. Der muss sich dann nämlich auf den Satz konzentrieren und dein Gedankenkabarett kann nicht einsetzen und dich mit destruktiven, blödsinnigen, ja, sage ich jetzt mal, Gedanken beschäftigen, sondern dein Denker, der Verstand ist mit eingebunden, ist beschäftigt, konzentriert sich auf diesen Satz: Ruhe, Frieden, Harmonie und Gesundheit dir, lieber Körper. Also mit jedem Einatmen quasi nur ein Wort denken, dir vorstellen, wie der Atemstrom über dein Solarplexus ein- und ausströmt und dann wirst du merken, wie du ganz rasch einschläfst und in einen erholsamen Schlaf findest und entsprechend am nächsten Morgen erholsamer und erfrischter aufwachst. Und wenn du nachts aufwachst und ja, das Gefühl hast, jetzt kannst du nicht mehr einschlafen, erinnere dich, oder bevor das Gefühl überhaupt aufkommt, jetzt kann ich nicht mehr einschlafen, oder bevor du auch dazu geneigt bist, auf die Uhr zu gucken und vielleicht zu denken, oh wow, schon so spät, in einer Stunde geht der Wecker. Dann geh einfach hin und nimm dir diesen Satz nochmal, leg dich nochmal kurz auf den Rücken. Du wirst dich automatisch dann, wenn du eingeschlafen bist, nochmal in deine für dich optimale Schlafposition legen. Denk nochmal an diesen Satz, beginn nochmal die einzelnen Worte einzuatmen, diese Energien einzuatmen und dann wirst du merken, wie du ganz rasch nochmal einschläfst und ja, bis der Wecker dich dann eben weckt, oder vielleicht hast du ja auch das Glück, dass morgens für dich kein Wecker geht, bis du dann einfach wach wirst und diesen wundervollen neuen Tag einfach begrüßen kannst. Das war mein Tipp heute zum Thema achtsam Einschlafen, Achtsamkeitsübung. Ich danke dir ganz herzlich für dein Dabeisein und morgen geht's weiter mit der nächsten Achtsamkeitsübung.
Schick dir eine herzliche Umarmung. Bis morgen. Deine Irmgard. Ciao.